diese kleine Erzählung Nur noch 12 Tage hat ihren Titel. Also es beschreibt heute, gestern und das Morgen. Und Nur noch 12 Tage, zuerst einmal nur zum Titel. Also es kam 12 Tage vor dem Todestag meines Onkels sein letzter Brief, in dem drin gestanden ist. Es wird nur noch 12 Tage dauern, dann darf ich nach Hause. Und das war am 5. Oktober, das ist verbrieft, weil diesen Brief hat einer meiner Tanten gehabt, mein Vater auch. Und sein Geburtstag, sein 20. wäre gewesen am 29. Oktober und sein Todestag war der 17. Oktober. Das heißt, zweimal die 12 haben dieses Leben dort im Kaukasus dann zum Verlöschen gebracht. Was ich probiert habe, weil sich die Lebenswege einfach gekreuzt haben, von mir und meinem Onkel dort. Jetzt habe ich eine Erzählung konstruiert, die einerseits mit mir was zu tun hat, das ist also so ein bisschen biografisch, was meine Kindheit betrifft, und andererseits auch etwas betrifft, was mich immer wieder beschäftigt hat, was ich so mitgekriegt habe, warum ich Alfred heiße. Nur noch 12 Tage heißt eine Erzählung des Kärntner Autors Alfred Woschitz. Sie führt etwa 80 Jahre in die Vergangenheit zurück, in ein kleines Dorf am Rand von Villach, in dem Woschitz' Onkel aufgewachsen ist. 50 Jahre liegen zwischen den beiden, die zwar den gleichen Namen, sich aber nie im Dorf getroffen haben. Erst in der Fremde begegnen sich die beiden Lebenswelten. In Fasach, dem Schauplatz der Ereignisse, erzählt Alfred Woschitz über seine Dorfgeschichte. Wir befinden uns hier an jenem Ort, an dem meine Erzählung Nur noch 12 Tage vor ziemlich genau 80 Jahren ihren Ausgangspunkt genommen hat. Nämlich genau auf jenem Acker, auf dem 3 Bauernburschen zwangsrekrutiert und zur Wehrmacht eingezogen wurden, die dann zwar wiedergekehrt sind, bis auf einen, dem Alfred, nachdem ich dann später durch die Verwandtschaft benannt wurde. Ich möchte gerne aus dem Kapitel Lähmende Lehre vorlesen, die eigentlich hier spielt, wo ich gerade sitze. Die 3 Brüder, die seit den Morgenstunden eine Pflugschar nach der anderen in die satte, man sprach von fetter Erde des Podakers, wie sie diesen Acker seit jeher nennen, ziehen, halten den dampfenden Gaul an und blicken gespannt auf die 3 Militärfahrzeuge, die sich ihren Weg über die steile Straße hoch zu den Höfen des Dorfes bahnen. Noch hatten die 3 keine Brotpause. Keine der Schwestern war mit den Brotkörben gekommen, in denen der Mittagsspeck, Käse, Butter, saure Milch, manchmal auch erfrischender kalter Apfelmost auf dankbare Abnehmer trafen. Es verging eine geraume Zeit, als der Fahrzeuglärm wieder anschwoll und die graue Fahrzeugkolonne jenen Feldweg entlangfuhr, der ins Nachbardorf führte. Es waren Fahrzeuge der deutschen Wehrmacht, die nicht patrouillierten, sondern den Auftrag hatten, Jungmänner zum Wehrdienst zu rekrutieren. Anfangs stieg reine Neugier in den Brüdern auf, aber als man sie mit scharfem Gebrüll und eindeutigem Befehl aufforderte, die Arbeit einzustellen und unverzüglich zu den Fahrzeugen zu kommen, beschlich sie ein banges Gefühl. Der Gaul stampfte ein paar Mal nervös mit den Hufen in die Erde, schnaubte nach beiden Seiten und stieß heißen Atem durch seine Nüstern. Dann ging alles sehr schnell. In kurzem, aber unmissverständlichem Befehlston wurden die 3 Brüder aufgefordert, auf den Mannschaftswagen zu steigen. Man werde sie zum Hof bringen und die Bauersleute über die Rekrutierung informieren. Den Gaul werde man schon holen. Der Widerstand war durch das entmenschte Gebrüll der NS-Schergen schnell gebrochen und man ergab sich der gewaltsamen Verbringung.
Der Konvoi fuhr ins nächste Dorf, kehrte dort um und fuhr schließlich zum Hof der Brüder zurück. Aussteigen war nicht erlaubt. Eine kurze Meldung an die Bauersleute, dass man die drei Söhne eingezogen hatte und dass man im Falle einer Minderjährigkeit wiederkommen werde. Die in die bäuerliche Stille des Hofes hineingebrüllten Befehle halten noch lange in den Gemütern der Menschen nach, als die Wagenkolonne schon längst das Dorf verlassen hatte. Das Vieh im Stall schwieg beklemmend. Eine lähmende Leere machte sich am Hof der verbrachten Brüder breit. Der jüngste unter ihnen, gerade mal 17 Jahre, werde wohl zurückgestellt werden müssen. Jedenfalls waren sich die Bauernsleute einig, den Minderjährigen nicht in den Krieg ziehen zu lassen. Hans, der Älteste, war bereits eingerückt und schon seit 1941 an der Front. Und weitere zwei Söhne dem Führer auszuliefern, war doch wohl Opferbereitschaft genug. Als es Abend wurde, stand die Bäuerin am Fenster in Erwartung des Eintreffens der Militärbehörde, mit der Hoffnung, dass man den Jüngsten zurückbringen werde. Ein letztes Stoßgebet in den Herrgottswinkel gesprochen, nervös die Hände an der Schürze reibend, fieberte sie dem Bevorstehenden entgegen. Der Wagen, der dann plötzlich die steile Straße hochgefahren kam, war mit zwei Personen besetzt. Eine dritte Person war neben dem Fahrer nicht zu sehen. Auch verhieß die hohe Geschwindigkeit, mit der der Wagen in den Hof einfuhr, nichts Gutes. Die Dunkelheit, die bereits hereingebrochen war, wurde nur durch die matten Lichter der Stallfenster und die Leuchte über der Haustüre etwas erhellt. Lange Schatten bewegten sich gespenstisch Richtung Wirtschaftsgebäude, als die Bäuerin vor das Haus trat. »Gestatten! Sie müssen diese Papiere hier unterschreiben«, kam es anstatt des erwarteten Heil-Hitler-Grußes knapp und verachtend aus dem Mund des SS-Offiziers. Er trat ungestüm und rüppelhaft in das weitläufige Vorhaus, die sogenannte Laben des Bauernhauses, stieß rechthaberisch die Tür zur Wohnküche auf, ging geradewegs auf den massiven Küchentisch zu. Er legte die Papiere zur Unterfertigung unter mehrmaligem Klopfen mit der zur Faust geballten Hand hin. »Hier, wenn ich bitten darf. Es bedarf keiner Verzögerung. Das Vaterland ist in Gefahr, eine Ehre auch für den Jüngsten dieses zu verteidigen.« Die Bäuerin, die dem Offizier gefolgt war, stand wie benommen in der Mitte der Küche. Zwei der vier Töchter drängten sich hinter ihr im Türrahmen, verängstigt und starr vor Schreck. »Na, was ist? Wird's endlich?« Da fasste sich die Bäuerin ein Herz und mit zitternder Stimme, sich die Hände vor Unschuld in der Schürze trocknend, stammelte sie: »Ich unterschreibe das nicht.« Mit einem »Das wird dem Führer aber nicht gefallen«, fiel ihr der Offizier ins Wort und die Papiere am Tisch liegen lassend, schritt der SS-Offizier zurück zu seinem Wagen, gab seinem Fahrer einen kurzen Befehl und kehrte zackigen Schrittes in die Küche zurück. »Wenn Sie schon Ihren Jüngsten nicht in den Krieg ziehen lassen wollen, so sollen doch die anderen zwei genügend Proviant mitnehmen. Was meinen Sie, verehrte Muttersöhnchen-Beschützerin?« Es vergingen ein paar unerträglich lange Minuten, die der Fahrer des SS-Offiziers im Stall des Hofes zubrachte. »Fünf Kühe, sechs Schweine, einen Ackergaul und das Kleinvieh können wir gleich abholen lassen«, war die Meldung des Fahrers, nachdem er den Stall inspiziert hatte. Der Bauer, der die erniedrigende Szene von seinem gewohnten Winkel aus beobachtet hatte, stand nun langsam auf, klappte sein Messer zu und ging festen Schrittes, an seinem Speckstück kauend, auf den Offizier zu. »Sie verlassen sofort dieses Haus. Und zwar jetzt. Auf der Stelle. Und Sie warten vor dem Haus so lange,
bis ich euch Verbrechern die Papiere bringe. Da war kein Funke Angst im Gesicht des Bauern. Der Hass, mit dem er den Offizier anblickte, schien diesen zu verunsichern und ein »Na gut, ich warte« waren die flüchtigen Worte des Abgehenden. Der Fahrer hatte sich längst wieder in den Wagen gesetzt und erwartete jeden Moment den Befehl zur Abfahrt. Durch das erleuchtete Küchenfenster konnte er sehen, wie sich die beiden Bauersleute in inniger Umarmung aneinander klammerten, wie die Bäuerin sich aus dieser Umarmung wand, vor Verzweiflung in die Knie ging und schützend ihre Hände vors Gesicht hielt. Der Bauer öffnete die schwere Haustüre nur einen Spalt weit und steckte dem Offizier die unterfertigten Papiere zu. Mit einem dumpfen Knall fiel die Türe ins schwere Schloss. »Möchte wissen, wann einer unserer Soldaten das letzte Mal Speck gegessen hat?« war die verächtliche Bemerkung des sichtlich verunsicherten SS-Offiziers, während er die Papiere faltete und in seiner Brusttasche verschwinden ließ.